Denkmal an den Osten, Teil 1, Alt-Marzahn. Wir reisen heute durch das 1979 gegründete Marzahn-Hellersdorf und damit durch den jüngsten Bezirk Berlins. Die Reise durch meinen Heimatbezirk startet im Angerdorf Alt-Marzahn. Ich stehe an der Landsberger Allee, Ecke Allee der Kosmonauten, vor der Marzahner Bockwindmühle. Das Dorf Alt-Marzahn wurde bereits im Jahre 1300 durch Markgraf Albrecht III. Erstmals urkundlich erwähnt. Seit 1815 besitzt es mit Unterbrechung auch eine Bockwindmühle. Die aktuelle wurde im Jahr 1994 eingeweiht. Nur einige Meter weiter treffe ich auf den fast 300 Jahre alten Tierhof von Alt-Marzahn, der wie der Rest des Dorfes unter Denkmalschutz steht. Er wird immer noch auf traditionelle Weise geführt, wie es für einen bäuerlichen Betrieb um 1900 typisch war. Hier kümmert man sich auch um den Erhalt von bedrohten Nutztierrassen. Vorbei an Haus 2 des Bezirksmuseums, in welchem sich die Dauerausstellung zu Marzahn-Hellersdorf befindet, gelange ich zur Dorfkirche. Es wird vermutet, dass die 1871 erbaute Kirche nach Entwürfen von Friedrich August Stüler realisiert wurde. Nun stehe ich mitten auf dem Dorfanger, umgeben von einer Pflastersteinstraße, die witzigerweise ebenfalls Alt-Marzahn heißt. Durch die fast ländliche Atmosphäre könnte man glatt vergessen, dass man immer noch in der größten Stadt Deutschlands ist. Doch die großen Plattenbauten, die das Dorf umgeben, und der Straßenlärm holen einen ziemlich schnell in die Realität zurück. So sah es noch vor der großflächigen Bebauung um Alt-Marzahn herum aus. Ebenfalls auf dem Anger befindet sich die 1912 erbaute Dorfschule. Hier ist heute das Haus 1 des Bezirksmuseums integriert. Ich kann Ihnen den Besuch der beiden Häuser des Bezirksmuseums nur wärmstens empfehlen. Ab dem 17. August 2020 wird hier auch die Ausstellung Stadtrandlage, ein Marzahn-Hellersdorfer ABC zum 100-jährigen Jubiläum von Groß-Berlin eröffnet. Ich sehe mir die einzelnen Grundstücke des Dorfes genauer an. Viele Parzellen stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und ich kann deutlich erkennen, dass sie ursprünglich als Bauernhöfe dienten. Die Landwirtschaft ist fester Bestandteil der Geschichte von Marzahn-Hellersdorf. 1953 wurde hier mit dem Namen Neue Ordnung die erste landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft oder auch LPG Berlins gegründet. Höchst beeindruckend ist im Übrigen auch die Entstehung der Großraumsiedlung. Hier ein Bild von Marzahn mit dem alten Dorf um 1980. 15 Jahre nach Aufnahme dieses Bildes wurde Marzahn mit 103.000 Wohnungen die größte Plattenbausiedlung Europas errichtet. Alt-Marzahn ist nicht besonders groß, aber auf jeden Fall ein schöner und zugleich auch sehr ungewöhnlicher Ort. Es möchte irgendwie nicht ins Bild passen, umgeben von großen Straßen und den gewaltigen Wohnblöcken. Aber genau das macht diesen Ort zu etwas Besonderem. Und auf keinen Fall ist das Dorf die einzige Besonderheit des Bezirks. Doch dazu kommen wir beim nächsten Mal.